Apfelbaum und ließe mich von lebenden Hüften wiegen. Es müsste Sonntag sein und Mittagsstill. Kein Autolärm. Die Rasenmäher schwiegen, selbst Radios und Rekorder ruhen aus. Murmeln, murmeln gelüftig und unermüdlich summen Bienen über mir in rosa-weißen Hüten. Auch Himmelsaugen lauten mich zur Schaffe bringen. Ich blinzelte ihn schlecht zu und kein Mensch stört meine Träumerei. Wenigstens 2 Stunden lang. Ulla blättert die Zeitung durch. Sie lässt sich Zeit. Es ist Samstagmorgen. Politik, Sport, Neuigkeiten aus der Stadt Fötung. Dann die Rubrik Bekanntschaften. Juristin, 40, blond, schlank, sportlich, interessiert an Kunst und Kultur, sucht männliches Pendant. Da ist sie tatsächlich, die Anzeige, die auf sie passen soll. Nicht falsch, aber doch sehr allgemein. Das also ist die Geburtstagsüberraschung ihrer Freundin Helga. Sie spürt Ärger in sich hochsteigen. Doch dann fällt ihr der Ratschlag ihres Vaters ein, ins Sportliche. Das hat ihr schon oft geholfen, wenn sich ihr kleinere oder größere Hindernisse in den Weg stellen. Sie ohne zu lernen, seit 3 Monaten beendet ist. Er hatte auf einer Tagung eine 7 Jahre jüngere Kollegin kennengelernt. Die Liebe seines Lebens, aber man könnte ja weiterhin Freundschaft verbunden sein. So einfach war es. Erst als sie all seine E-Mails gelöscht, seine Briefe und Fotos vernichtet hatte, fühlte sie sich etwas besser. Sie hat nicht nur von nun an ihr Leben radikal zu ändern. Sie hat sich weder ihre langen Haare abschneiden noch glauben lassen. Allerdings vermisst sie die gemeinsamen Aktivitäten mit Bernd, die Joggingrunden am Abend und am Wochenende. Wie soll sie reagieren, wenn sie auf die Anzeige Zuschriften erhält? Erst einmal abwarten. Nach ein paar Tagen ist ein dicker brauner Umschlag in der Post. Sie öffnet ihn. Er enthält 23 Zuschriften. Immerhin. Ulla macht sich daran, die Spreu vom Weizen zu trennen. Das ist nicht schwer. Der größte Teil der Briefe ist standardisiert. Er würde auf viele Anzeigen passen. Die Herren weisen auf ihre eigenen Vorzüge hin. Gutes Einkommen oder gut aussehend, sagen aber auch, was sie von ihrer Partnerin erwarten. Gute Figur, gute Köchin, treu, manchmal auch Tiere. Nur 3 haben sich die Mühe gemacht, einen persönlichen Brief zu schreiben. Einer von ihnen schreibt, dass er ein Opernabonnement habe und sich für Kunstausstellungen interessiert. Sie wählt einen Tisch, von dem aus sie den Einladen gut entwickelt. Ich hätte gern ein Espresso und ein Glas Wasser, sagt sie, als der Kellner sie nach ihren Wünschen fragt. Wie immer, wenn sie allein in einem Café sitzt, hat sie ein Buch bei sich. Diesen Roman hat sie gerade von einer Freundin geschenkt bekommen. Geschrieben hat ihn ein dänischer Autor, der lange in Hamburg gelebt hat und vor kurzem gestorben ist. Nach wenigen Minuten ist sie in das Buch vertieft, der Kellner stellt den Kaffee und das Wasser auf ihren Tisch. Guten Tag, ist hier noch ein Platz frei? Ja, natürlich, bitte sehr. Sie hat den Mann gar nicht kommen sehen. Er trägt kein blaues Hemd, sondern ein weißes, darüber eine helle Jacke. Er bestellt eine Tasse Kaffee. Aus seiner Aktentasche holt er eine Tageszeitung und eine medizinische Fachzeitschrift. Ulla betrachtet ihn aus den Augenwinkeln. Freundliche blaue Augen, blonde Haare, gute Schnitte. Vielleicht ist er etwas jünger als sie. Solche Männer schreiben wohl nicht auf Anzeigen. Sein Hemd fällt auf ihr Blut. So ein Zufall, dass Sie gerade dieses Buch lesen. Ich habe den Autor bekannt. Er hat in Hamburg als Psychotherapeut gearbeitet. Er war ein Kollege von mir. Ulla erzählt, dass eine Freundin von ihr den Schriftsteller ebenfalls gekannt habe. Ulla erfährt,
erfährt, dass der Mann an ihrem Tisch wegen eines Ärztekongresses in der Stadt ist und sich hier nicht besonders gut auskennt. Er fragt sie, ob sie ihm ein Speiserestaurant empfehlen könne. Diesen Herrn nicht als Begleiter vorstellen kann. Unauffällig wendet sie sich über ihn gegenüber zu. Es stellt sich heraus, dass er die indische Küche bevorzugt. Der Herr im blauen Hemd hat rechts neben der Tür Platz genommen. Er scheint nervös zu sein und sieht aus der Ruhe. Als Ulla mit Uwe Jensen zur Schule aufbricht, fällt ihr beim Verlassen des Bistros plötzlich das Märchen vom Rumpelstilzchen ein. Wir sind angekommen, erklärte der Bartjunge und ließ die Leuchtstange aus. Vollkommene Finsternis. Ich erschrak fürchterlich. Chrissy rief ich. Wo bist du? Hier, rief Chrissy. Nase getroll. Ein Lichtschwall fiel über mich. Duft und Wärme fluteten aus grün-blauen Blättervorhängen. Klematisrahmen. Mit dunkelblauen Sternen besteckt. Ein Garten. Weiter saß Garten. Ist das dein Garten, liebes Rumpelstilzchen? Staunte Chrissy. Gefällt er dir? Chrissy zögert. Eigentlich schon. Aber warum sind deine Blumen alle blau? Jetzt fiel es mir auch auf. Blau überall. Hellblaue Lavendel, blaue Primeln und Stiefmütterchen, Veilchen, himmelblaue Glockenblumen, blaue Margariten, blassblaue Astern, blau-lila Schwertlilien und Krokusse, blau-rote Tulpen, dunkelblauer und hellblauer Rittersporn, blaue Wicken, Vergissmeinnicht und Kornblumen, Hibiskus, seitlich eingerahmt von bläulich-violetten Fiedern, Rhododendron und blauen Sträuchern, die ich nicht kannte. Blau ist meine Lieblingsfarbe, lachte Balthasar. Das wusste ich schon, sagte ich, weil du blau angezogen bist. Ich mag alle Farben, erklärte Chrissy. Rot und blau und grün und gelb und orange. Am liebsten knallbunt. Er schaute den Bartjungen an. Bist du böse, wenn ich sage, dass ich eine Farbe allein langweilig finde? Balthasar lächelte. Auch aus Höflichkeit sollte man nicht lügen. Dann ist es gut, meinte Chrissy zufrieden. Ich lüge nie aus Höflichkeit, nur aus Angst, dass Mama schimpft. Und wo ist dein Haus? Unterbrach ich Chrissys Geplapper. Gleich sieht er es. Wir bogen um die blaue Blütehecke. Wie süß, riefen Chrissy und ich gleichzeitig. Aber das Haus muss ich euch jetzt nicht vorlesen. Wir gehen ein Stück zusammen.